Ja, heute Morgen um 7 Uhr begann UFC. Das heißt, ich habe mir gerade erstmal die Wiederholung reingeguckt. Wir haben mittlerweile kurz vor 4 und wir haben schon die Fenster aufgerissen, denn wir haben heute nur 24 Grad. Der Herbst kommt und das ist der erste Tag unter 30 Grad tagsüber. Und die Temperatur hier drin war höher als draußen. Wahnsinn. Der Sommer ist fast vorbei. Kaum zu glauben. Es wird auch schon bereits um 7:45 dunkel, beziehungsweise Sonnenuntergang ist um 7:45 und nicht mehr um kurz nach 8. Das heißt, ja, die Tagesplanung muss natürlich jetzt alles vorverlegt werden, denn es wird bereits so früh dunkel. Wir wären jetzt gerade beim deutschen Shop, beziehungsweise internationalen Shop, da gibt es mal wieder was umsonst. Irgendein Sirup für einen Kaffee, also nichts Besonderes, aber. Ich überlege jetzt nochmal irgendwo hinzugehen, denn ich habe den halben Tag damit verbracht, ein UFC zu gucken und ein Video hochzuladen. Das kann natürlich nicht sein. Eventuell fahre ich zum Fox Grove Park und check nochmal den Wasserstand. Der soll 6 Fuß flacher sein. Das heißt, man kommt eventuell am Ufer entlang. Also muss ich mal schauen. Die Lehrerin kommt vielleicht gleich wieder, vielleicht will die mit. Ansonsten fahre ich da mal alleine hin. Oder auch nicht. Ich muss auf jeden Fall auch Benzin. Mal schauen. So, ich habe mein Fahrrad aus dem Auto gepackt und ein bisschen was umgeräumt. Das war ja durch die Fahrräder da drin immer ein kleines Chaos. Naja, und ich wollte gerade los, aber es ist sehr, sehr windig draußen. Und die Leanne kommt auch nicht wieder. Jetzt haben wir auch schon 16:30. Macht Angeln wahrscheinlich nicht so viel Spaß und Sinn. Ja, also ich glaube, das lasse ich. Ja. Das wird, glaube ich, mal wieder einer dieser Tage. Lene ist wieder zu Hause. In einer Stunde wird schon dunkel. Und ich weiß nicht, warum der Schlüssel, warum das nicht funktioniert. Oh, das ist der einzige OnGuard-Schlüssel, das einzige OnGuard-Schloss, was wir haben. Ja, und so sieht der Daumen aus. Tut weh wie Hulle. Man kann keinen Druck ausüben mit dem Daumen. Er ist immer noch fast unnutzbar. Und somit die rechte Hand. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen Fahrrad, obwohl es fast kühl ist. 24, 23 Grad. Also, das ist ein Temperatursturz von knapp 10 Grad von gestern und den davorliegenden Tagen zu heute. Fast zu kühl für T-Shirt und kurze Hose. Ich glaube, es ist wirklich frisch. Windig ist es immer noch. Ich friere fast. Also gefroren habe ich schon lange nicht mehr. Aber das könnte im Laufe dieses Fahrradtrips der Fall werden. Wahnsinn. Ja, Sonnenuntergang war schon vor 9 Minuten. Wir sind wieder zu Hause und es waren nur ein 5 Meilen-Ride. Wir sind auch nur zum Grocery Outlet gefahren, denn da gab es die 200 Gramm Toblerone für 1,50. Die läuft zwar Ende des Monats ab, aber für 75 Cent 100 Gramm Toblerone. Also was gibt es hier eher selten. Und Grocery Outlet, das ist, die haben da immer so Restposten. Naja. Ja, 7:55 bereits. Tag schon wieder vorbei. Weil Tasche, weil Bag. Tasche. Nein. Und die Kette von der Diane ist rausgesprungen, obwohl es eigentlich justiert wurde. So, wir waren noch kurz unterwegs. Bank schon wieder. Big Lots. Und Grocery Outlet. Wir haben noch mal Toblerone besorgt. Und tanken waren wir. Für $3,09. Das günstigste Benzin seit langem. Und wir haben bereits 8:30 und draußen ist es 19 Grad. Das ist die kälteste Nacht und der kälteste Tag seit langem und es fühlt sich kalt an. Wir machen sogar die Fenster zu jetzt, weil die Liane friert. Unfassbar. Aber es kommen noch mal ein paar warme Tage. Also morgen wird es auch nur 28 Grad, danach 29, aber danach gibt es nochmal 32, 33 Grad. Immerhin, ich dachte, der Sommer wäre vorbei. Aber es ist wirklich schattig, wenn man sich so an warme Temperaturen gewöhnt, dann fühlt sich das wirklich eisekalt an, 19 Grad.
Dinner's ready. Es gibt auch 4 Frikadellen sind noch übrig. Und dann gibt es natürlich hier noch von gestern den leckeren Kartoffelbrei und das leckere Gemüse, also fast wie zu Hause, super lecker. Und hier die aufgepippte Pizza mit Bacon und Mais und extra Käse, der jetzt noch mit Basilikum, beziehungsweise das wird noch mit Basilikum veredelt. Super hungrig, bereits 9.30 Uhr. Kurz vor 12, heute geht es mal früh ins Bett. Und das wird die erste ruhige Nacht. Mit ruhige Nacht meine ich ohne Ventilatorenlärm. Das ist nicht unbedingt Lärm, aber auf jeden Fall eine Geräuschkulisse, auf die ich gut verzichten kann.